Ja, einen wunderschönen guten Morgen an alle Teilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dindner und ich begrüße Sie auch zu so früher Stunde, für mich zumindest, im Namen von FX Flat zum heutigen Webinar Forex-Systeme, Forex-Pro-Systeme, Live-Trading mit Thorsten Helbig. Bevor wir starten, und ich muss zugeben, diese Verzögerung, die lag nicht an mir, also die lacht, Entschuldigung, die lacht an mir, nicht an Thorsten. bevor es losgeht, noch ein paar wichtige Hinweise zu unseren Risikohinweisen. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. So, jetzt übergebe ich aber blitzschnell an Thorsten. Ja, und wünsche allen, wie immer, viel Spaß. So. Mit dem Bild einen wunderschönen guten Morgen von dem wunderschönen Dars oder Fischland Dars im so wer Deutschland ein bisschen kennt, die Ecke aus Umzingst. Wir haben uns, das ist das Schöne, wenn man eine Community hat, wir haben uns breitschlagen lassen, nachdem wir eigentlich auf dem Weg nach Hause waren, haben wir an der Autobahn Kraniche stehen sehen. Und dann kam ich auf die Idee, dass ja jetzt hier oben Fischland Dars zu dieser Zeit Kranichzeit ist. Und jetzt sind wir noch 3 Tage hier hochgefahren, also einen großen Bogen um zu Hause gemacht und haben uns noch mit der Fotografie ein bisschen den Kranichen gewidmet. Dieses Bild habe ich gestern Morgen um 6:30 ungefähr gemacht. Dann klingelt der Wecker etwas besser zum Sonnenaufgang. Man muss sich vorstellen, dass abends zum Sonnenuntergang circa 5, 6, 7.000 zurzeit Kraniche jeden Tag hier einfliegen, landen. Man hört über bis abends um 9, um 10 ein Riesengeschrei, ein Riesengeschnatter, wenn die in Schwärmen über einen drüber ziehen. Und morgens zum Sonnenaufgang starten die dann und fliegen weiter Richtung Süden, Richtung Spanien. Und wir hatten 2 Tage morgens Nebel, da war nichts zu machen. Und gestern Morgen hatten wir einen traumhaften Sonnenaufgang. Und ich konnte es nicht lassen, mich dann morgens mit der Kamera draußen, zwar bei einer Arschkälte, aber draußen zu platzieren und den Start von den ersten Kranichen vor der aufgehenden Sonne zu platzieren. Jetzt kriege ich das Bild nicht wieder weg. Warum nicht? Mal gucken. Jetzt habe ich was falsch gemacht hier irgendwie. Was mache ich jetzt? Nee, das will ich natürlich nicht. Machen wir es so. So geht's besser. So. Okay. Ach so, jetzt seid ihr nicht mehr da. Jetzt seht ihr nichts mehr. Gut. Machen wir es so. Dann habe ich euch wieder. Und da habe ich euch auch wieder. So. Jetzt dürftet ihr auch mal gucken. Ich hoffe, ihr seht jetzt mein Chartbild. Ich kann jetzt nicht prüfen. Jo, okay. Dann kümmern wir uns mal um den Chart. Ich muss die Fotos noch ein bisschen bearbeiten. Die werden dann in unserem Reisetagebuch, werden die wohl einen wunderschönen Platz finden. Für alle, die seit gestern mit uns gehandelt haben, DAX-Position habe ich eben gerade alle rausgeschmissen. Hier unten. Womit fangen wir denn an? Ja, wir fangen heute mal mit dem DAX an. Ich weiß nicht, wer von euch gestern dabei war oder von unserer Community dabei war. Wir haben gestern Morgen oder gestern Mittag, nachdem wir gestern Morgen die erste Runde Break-Even schließen mussten,
Ich gucke mal, ob ich den Tagesplan hier noch komplett drauf kriege. Ja. Wir haben hier oben den Bereich 12.795 und 12.906 hatten wir als Maximum festgelegt gestern für die Hochs. Wir haben hier draußen hier das erste Ziel errechnet für gestern früh, wo ich dann das erste Mal versucht habe, wieder zu shorten. Mein Spitzname ist ja auch Shorty, ne? Da. Nachdem er dieses Ziel hier erreicht hatte aus dem Doppelboden, mal gucken, ob wir das jetzt hier hinkriegen, wenn ich es kleiner mache. Hier hatten wir uns das Ziel errechnet, das erste 12.714. Wir haben bei 12.7 angefangen zu shorten, das hat dann noch nicht funktioniert. Dann haben wir gestern früh nochmal angefangen, ich muss selber nachlesen, wo wir das nachher gemacht haben, zu shorten, als er hier oben raus ist. Dann ist er hier runter auf die Emmas, dann Break-Even, dann sind wir Break-Even rausgeflogen. Und dann haben wir gestern, ihr könnt mir gerne helfen, 12.7, wann das war, dann finde ich das besser. 12.746 haben wir die erste Nummer gestartet. Die ist dann rausgeflogen um circa um 10. Und dann haben wir bop, 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 das nächste gestartet mit Stops bei 12.807. Wir haben hier oben die Umkehr benutzt. Auf Slack kann man es noch nachlesen. Wir haben hier oben die Umkehr benutzt, als er hier die 12.795 wieder durchschlagen hat. Wir haben hier den Abwärtstrendwechsel benutzt, haben hier die Position reingepackt und dann die Stops dann danach auf 12.807 gezogen. Und so um 14.13 Uhr, also um 15.13 Uhr, haben wir dann den Stop mindestens BE gezogen. Und dann konnte man schon langsam erkennen, dass wir da, damit man auch versteht, was wir hier machen. 14.13 Uhr, da. Wir sind hier runtergelaufen Richtung 61,8 und an der 61,8, als er hier das erste Mal gewesen ist, in dem Bereich haben wir gesagt, Stops jetzt Minimum Break-Even. Danach haben wir dann für die Stopführung dieses Tief benutzt, dieses Zwischentief, kann man das erkennen? Ja, ne? Wenn es zu klein ist, so müsst ihr das sagen. Ich habe dann für die Stopführung dieses Tief hier benutzt, diese lange rote Kerze hier. Um 12.15 Uhr war die für die weitere Stopführung. Danach hat uns dann für die Stopführung die Emma geholfen. Um 14.47 Uhr haben wir gesagt, Stops 12.77. Wie gesagt, dieses Tief und diese Hochs hier, die haben uns dann dazu gebracht, die Stops da oben drüber zu legen. Hier mit dem zweiten Anlauf hat er unseren Stop glücklicherweise ganz knapp verfehlt. Und danach diente uns für die Stopführung unsere Emma. Die Ziele, die wir ausgerechnet hatten, waren 12.500 als erstes. Besser sogar die 12.200, die ich gerne bis heute Abend haben würde. So. Da haben wir sie. Und nach dem Verlauf, ich ziehe mal die Linien dahin, wo ich sie hinhaben will, wäre 12.444 und danach hier unten die 12.203, 12.204 wäre jetzt mein nächster Anlaufpunkt. Wir haben alle Positionen heute Morgen glattgestellt und ich befürchte oder habe befürchtet, wenn man von Furcht reden kann, hier ein Doppelboden. Wir nehmen dazu mal das Fadenkreuz zu Hilfe.
Wir haben hier den ersten Boden heute Nacht um 1 gemacht, haben dann hier ein nachlaufendes Tief. Und als ich vorhin wach geworden bin, waren wir hier in dem Bereich 12.475. Da habe ich die Reißleine gezogen und habe gesagt, so jetzt raus den ganzen Kram. Wir kommen von der 12.800, knapp 12.800. Wir haben 310 Punkte damit eingefahren und ich glaube, dann kann man auch mal sagen, danke, es kann ein schöner Tag werden. Wie geht es hier weiter? Hier suche ich mir genau richtig das, was er jetzt macht, 8.01 Uhr. Er sollte jetzt hier oben, dafür muss ich auch mal eine andere Farbe nehmen, da oben drüber, sollte er idealerweise ganz kurz rüber gucken, unsere Emmas bestätigen, ein Fehlausbruch über die 12.570. Wenn er den jetzt hinlegen sollte, ziemlich zügig bis 9 Uhr. Ich schreibe das hier mal rein. Boah, die Sonne knallt hier rein. Herrlich. So. Top an Emma bei circa 12.570, dann 12.203. So hätte ich das gerne. Ja, Rechtschreibung ist nicht so das Größte. So, dass man es auch noch lesen kann. Das heißt, ich erwarte den Verlauf ganz kurz da oben drüber, würde hier in 5 Minuten eine Umkehr benutzen mit Ziel nach unten. Na komm, da hin, machen wir ein bisschen steiler, wenn man auch noch alles drauf kriegt, mit Ziel 12.203. Das wäre Zack. Ziel 12.203. Minimum. Ich habe sogar Bedenken, wenn wir uns das jetzt im H1 mal anschauen. Da ist unser Plan von gestern. Den haben wir gestern früh gemacht. Wir haben hier die gestern Nachmittag die oder gestern Morgen die Oberkante festgelegt, 12.761. Dann haben wir gesagt, danach 12.651, 12.621, 12.621 war zu diesem Zeitpunkt die Kanalunterkante. Die Kanalunterkante, als er die gestern Abend auch noch geknackt hat, war es klar, dass wir hier einen freien Fall kriegen. Aus dem Kanal einmal raus, hier eine schöne Umkehrkerze mit dem Tief bei 12.800, Stundenschluss 12.800. Ein herrlicher Zeitpunkt, um hier oben auch zu shorten. Das hat mein Entry im Endeffekt hier oben unterstützt. Die nächste Kerze hat es bestätigt und danach hatten wir wirklich freie Bahn nach unten. Einmal den Kanal durchlaufen hier unten die 12.621. Wir hatten vorgestern schon mal die 12.618 auf dem Deckel. Das sind die Marken, die wir uns gestern früh hier erarbeitet haben. Und jetzt darf er von mir aus zurücklaufen und vielleicht sogar nochmal die 12.621. Dieses Low von gestern Abend, dieses Zwischenlow hier vielleicht von unten nochmal bestätigen. Genau. Also, hier haben wir den Verlauf der Form. Hier haben wir unsere Emmas, die wir nicht vergessen dürfen. Einmal 12.75. Ich runde jetzt ganz bewusst die Marken. Und dann haben wir die zweite Emma da oben. Da. Das heißt, heute Short-Bereiche 12.570, maximal 12.620. Das heißt, wer hier oben bei der 12.570 shortet darf, muss beim Stop beachten, dass die 12.620 nochmal kommen darf oder kommen kann, kommen soll. Gut ist es dann, wenn man anfängt, hier eventuell mit einer kleineren Position zu shorten bei der 12.570, da hat man zu stocken.
Dann hat man einen Durchschnittseinstieg von 12,95. Wenn man diese beiden Marken, also die 70 und die 20, benutzt, haben wir einen Durchschnittseinstieg von 12,95. Und dann runter bis zur 12,2 wären immer noch 400 Punkte. Wer sagt, das geht nicht, der muss sich einfach mal den Montag von dieser Woche angucken und sich auch mal anschauen, wozu der DAX manche Tage in der Lage ist. Zu dem DAX hier in der Form Fragen? Dann stellt sie bitte jetzt. Kann ich die Stop-Führung an der Emma automatisiert machen? Du kannst hier oben trailen und kannst ihm hier sagen, zum Beispiel EMA 200. Da. Und dann trailt er an der EMA 200 deine Stop hinterher. Wer unsere Analyse geschaut hat, um auf die Frage einzugehen, ob man das, welche Emmas wir benutzen. Ich benutze sehr gerne die 200er EMA und SMA. So, muss nur mal gucken, dass ich hier nebenbei schnell auf meinem anderen Laptop und auf meinem anderen Konto auch meine Position hier platzieren kann. Ich will die ja nicht verpassen, ne? Unterstützt, wenn man sich das jetzt mal, ich nehme einen anderen 5-Minuten-Chart hier, glaube ich, nehmen wir mal den hier. Ja. Wenn man jetzt schaut, wir haben hier jetzt einen Trendwechsel, demnach dürfen wir A gleich C benutzen. Ich will nur mal zeigen, wie ich arbeite. Das ist die Aufwärtsbewegung und demnach dürfen wir diese Bewegung jetzt so auskorrigieren, ungefähr bis dahin, um dann die Bewegung C hinten dran zu hängen und dann landen wir hier oben. Na, wo landen wir da? Dann kann man auch ungefähr gucken. Na, wo landen wir da? Exakt bei 12.574. Wo wollen wir hin? 12.470. Ja, ich halte mich aus Long-Bewegungen hier raus. Warum? Erstens mal bin ich immer eher auf der Verkäuferseite als auf der Käuferseite. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn wir nach dem Regelwerk A gleich C arbeiten wollen, was wir ja hier vorhaben, dann reicht es, wenn die C-Welle, also diese Welle, nur hier oben drüber ein neues Hoch macht. Das reicht vollkommen. Das entspricht dann schon komplett der Definition. Mehr brauchen wir da nicht. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier in diesem Bereich irgendwo Longs suchen würde, mit dem Ziel hier oben, nehmen wir mal das Beispiel, das erklärt das immer ganz gut. Nehmen wir mal das Beispiel, wenn ich jetzt hier in diesem Bereich hier irgendwo eine Long-Position suchen würde, da sagen wir 12,07, dann muss zwingend mein Stop
da unten drunter. 37 zur 4,70. Das heißt, ich runde jetzt mal, wir sind bei 40 Punkten Stop. Die C-Welle wäre aber hier oben schon erfüllt. Wenn die C-Welle da oben erfüllt ist, da oben ist die Definition erfüllt, bin ich bei 48 und damit hätte ich ein CRV von 1 zu 1. Das macht nicht wirklich Spaß. Ich kann noch lieber entspannt warten, wenn ich dieses Szenario habe und dann mir ab hier oben dann Short-Positionen suchen, weil ich will ja im Hauptziel runter an die 12,2. So, also sollte man die ersten Shorts auch bereits oberhalb 12,545 legen oder man sollte gar nichts. Das ist ja keine Handelsempfehlung, mein Freund. Ne? Man darf. Man muss aber nicht. So. Also, Tagesplan hier. Musste nur meinen zweiten Rechner nebenbei, das ist im Wohnmobil immer etwas schwierig. Das heißt, Tagesplan hier heute Entries suche ich mir. Einstiege 12,570 bis 12,621. Ziel 12.203. So. So wäre mein Tagesplan heute hier im DAX. Okay. Wenn wir jetzt direkt nach unten durchziehen, habe ich vielleicht ein bisschen Pech gehabt, aber mit 300 Punkten von gestern zu heute kann man ja auch mal zufrieden sein, oder? Finde ich jedenfalls. Wer war denn von unserer Truppe, von unseren Paternostern bzw. von unseren Forex-Prolern, wer hat denn den Spaß mitgehandelt? Wer war denn da dabei? Und hat heute ein breites Grinsen in mir. Thomas R., bei dir weiß ich das. Du bist ja fast immer in der Nummer verankert. Manfred, 170 Punkte. Markus, ja, war top. Ich war dabei bis zum Schluss. Thorsten W., 200 Punkte. Sehr schön. Okay, so wollen wir das haben. Dann macht das Arbeiten hier ja auch in der Form Spaß, ne? Okay, kümmern wir uns um den Jungen hier. Ja, dazu müssen wir. Hier ist unser Plan von gestern. Das ist doch scheiße hier. Hier ist unser Plan von gestern. Wir haben gestern, lass ganz bewusst mal die Nummer hier drinne, Verlauf 1,1652, dann 1,1832 maximal und dann 1,15. Wer kennt die 1,15 noch? Genau. Auch mal von den Jungs, die letzte Woche hier Wolle schon zuhören durften. Die 1,15 ist unser Ziel. Unten, da wollen wir hin. Und das hier war unser Plan. Ich schiebe das mal ein bisschen rüber. Da, dann kann man das auch besser sehen. Unten die 1,1651, 1,1652. Die sollte gestern angelaufen werden. Das haben wir jetzt hier inzwischen mit Bravour erledigt. Da.
Da ist unsere 1.16.52 und die hat er sich dann ebenfalls gestern am späteren Abend um 9 ungefähr, hat er sich die tatsächlich noch geholt. Erste Mal das Tief angelaufen, zweite Mal das Tief angelaufen, ein nachlaufendes Tief hier produziert, eine schöne Umkehrkerze. Die spricht erstmal dafür, dass wir heute in der Form auch hier die Chance haben, erstmal nach oben zu gucken. So, ich schiebe das mal ein Stück rüber. So, hier nach oben zu gucken. Ich weiß, die meisten lauern ja auf den Plan von heute, nicht auf das Gelaber von gestern, ne? Und dann eventuell noch mal darunter. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wir haben eine sehr hohe Vola im Moment. Und die 1,12, die 1,1652, kann man sehen, wie schön man durcheinander kommt, wenn man die ganze Zeit im DAX von der 12 redet, ne? Die 1,1652 errechnet sich aus A gleich C. Erste Bewegung, zweite Bewegung. Das Ziel hat er hier abgearbeitet. Deswegen müssen wir damit rechnen, dass es von hier aus auch mal schnell Rückschläge gibt, die wieder Richtung 1,18 laufen können. Das zeige ich gleich, warum, wieso, weswegen. Aber alles kann, nichts muss. Der direkte Durchmarsch nach unten ist genauso nötig und genauso möglich. Wir warten, zack, auf die Bestätigung von, na komm her, wollen wir das Ausbruchslevel. Das hier ist ein bisschen tief, da. Im Stundenchart, glaube ich, sieht man es besser. Ist ein bisschen schwierig. Sieht man es im Daily? Da sieht man es. Da haben wir das alte Hoch. Da ist er drüber geschossen, ohne es in irgendeiner Form nochmal zu touchieren. 1,1495 ungefähr, dieses Hoch, das hat er nach dieser Abwärtsbewegung, hat er das rausgenommen, ist mit Musik nach oben durchmarschiert, um jetzt endlich hier mal zu korrigieren und die Nummer da unten mitzunehmen. Jetzt kann man sogar mal gucken, wenn ich mir das Bild jetzt anschaue. Wenn ich mir das rein optisch reinziehe und diese Hochs hier sehe, würde es mich nicht wundern, wenn wir hier in diesem Bereich, und keiner hat es mir gesagt, schauen wir uns das mal an. Mich würde es nicht wundern. Gehen wir mal in 4 Stunden, dann sieht man das vielleicht besser. Ja. Es könnte rein gut, also von der Form her, mit diesen Hochs hier, könnte es durchaus eine SKS werden. Wenn ich, das sehe ich aber jetzt erst. Errechnen wir erstmal das Ziel. So und dann nach unten. Würde heißen, dass sie die 1,15 sogar um 50 Punkte circa verletzt. Ihr müsst euch das im Stundenchart mal genau angucken. Bitte mal ein bisschen genauer arbeiten als ich jetzt hier. So ungefähr sollte die Nackenlinie hier verlaufen. Und wenn wir dann
den ganzen Spaß hier duplizieren, landen wir ungefähr bei 1,1450, wo wir ja nicht so weit weg sind von unserer 1,15. Macht das bitte mal selber, macht das bitte mal genau. Wir nehmen dieses Tief, wir nehmen dieses Tief, verbinden die miteinander, gehen von dem hoch, von dem Kopf hier runter bis auf diese Linie und diese Linie duplizieren wir nach unten dann als Ziel. Das wiederum ruft für heute dann auch mal eben als Ziel oben auf die warum nicht? Mann, da, den wollen wir doch haben. So, Parameter 1,1742. 1,1742, die ruft es dann auch auf. 1,1742, okay, da steht nämlich auch der Wert dran. Heißt, 1,1742 müssen wir uns hier in der Form mal mit auf den Merkzettel schreiben. Ne? Macht ihr ja sowieso jeden Morgen. Und wenn ich diese Marke kontrolliere, dann sehe ich, dass wir da knapp am 50er Level sind. Also sollten wir für den Euro-US-Dollar die 1,1742, 1,1750 mit auf den Deckel nehmen. 1,1770 wäre ein bisschen hoch. Ich trage die Marke hier mal mit ein. Das heißt, für die Jungs, die hier jetzt long gehen, was man durchaus versuchen kann, weil Zielbereich 52, wir sind bei 54, zack. Stop brauchen wir gar nicht so weit. Stop ganz klein, nämlich ganz knapp da unten drunter. 5 Punkte Stop. Und dann nehmen wir das Ziel von der 52 Minimum bis zur 79. Das heißt, bei 10 Punkten gehen wir auf jeden Fall schon mal BE. Und bei der 79 würde ich mir einen Alarm hinlegen, damit wir dort eventuell die Hälfte rausschmeißen, wenn er uns denn lässt. Ich kann hier locker mit 5 Punkten Stopp, mit so einem kleinen Risiko, kann ich diese Geschichte sehr gut eingehen. Mal gucken, ob wir ein bisschen größer kriegen, damit man es auch sieht. Genau. Hier unten die 52 ist unsere Marke. Das ist unser Zielbereich, der jetzt, wenn er nach oben drücken will, ab hier abdrücken sollte bis hoch zur 79. Wenn ich die Geschichte, ja, ich muss es nur noch richtig platzieren. Ich handle nicht mit 0,1. Also üblicherweise nicht. Aber meine Positionsgröße will ich hier ungern veröffentlichen, weil sonst heißt es dann, ich würde Leute animieren, große Positionen zu handeln. So. Nein, das mache ich auf meinem zweiten Rechner. Und dann kann ich diese Position auch auf einem anderen Laptop, auf einem anderen Konto mit einer anderen Strategie betreuen. So, wenn wir jetzt hier gestartet sind, hier unten bei 1,1652, 1,1654 hier in diesem Bereich, dann kann man jetzt schauen, ob man die ganze Geschichte jetzt in den 1-Minuten-Chart umswitcht, weil den Start haben wir ja jetzt gelegt, hier unten entgegengesetzt dem Trend. Dann haben wir ja, komm her, Eigenschaften, muss den Chart noch in den Vordergrund setzen, sonst kommen wir durcheinander. So. Dann haben wir noch unser Euro-Pro-Regelwerk, was ja viel wichtiger ist, oder? Thorsten hat mich gerade dazu
befragt, ob ich das nicht machen kann. Das heißt, wenn wir jetzt hier unten gestartet sind und das Regelwerk Euro Pro anwenden wollen, dürfen wir hier in diesem Fall noch nicht long gehen. In diesem Fall haben wir einen roten Hintergrund. Unsere Wolke zeigt nach unten. Unsere Wolke ist rot und wir haben im 5-Minuten-Chart noch keinen Aufwärtstrend. Nach Euro Pro brauchen wir im 5-Minuten-Chart einen Aufwärtstrend und in diesem Aufwärtstrend brauchen wir die Korrektur und diese Korrektur suchen wir uns. Das heißt, nach Euro Pro können wir jetzt frühestens schauen, wenn wir Minimum hier oben drüber über der 61 landen. So, Alarme. Wer hat Ahnung von den Alarmen? Ich mache es in der Regel auf dem MetaTrader und setze mir die Alarme dann per E-Mail. Ich weiß, dass der, ich weiß aber nicht, ob Wolle das kann. Das weiß er selber nicht. Wolfgang weiß manchmal gar nicht, was er alles kann. Der ist so gut, der weiß so viel, der kann so viel, dass er gar nicht weiß, was er alles kann. Ich bitten, wenn jemand was über die Alarme im Stereo-Trader wissen möchte, kurze E-Mail an mich, dann melde ich mich sofort und dann erkläre ich das auch. Sehr gut. Das funktioniert. Weil ich muss das zeigen am Bildschirm. Ist ein bisschen einfach. Ja, also man kann auf jeden Fall hier über den Stereo-Trader hier unten kann man die Alarme einfügen. Wenn der Wolfgang clever ist, dann zeigt er mir das. Und ich drehe ein Kurzvideo und stelle das dann für unsere Community bei Slack ein. Dann könnt ihr das dort nachvollziehen. Und wer das dann sonst noch braucht, ja, kann mir gerne, dem schicke ich das Video dann zu. Könnt ihr auch so machen. Kein Problem. Zeige ich dir nachher, ich krieg dir nachher ein Video dazu. Ja. Dann kannst du das übernehmen. Ja? Ja, wenn du mir Videos schickst, will ich nicht wissen, was da drin ist. Nichts Besonderes. Gut, dann kannst du es auch behalten. Wenn das deine Lösung ist, mein lieber Wolfgang, dann hätte ich gerne mein Problem zurück. Dein Problem, ach so. Ja. Also, wir brauchen hier im 5-Minuten-Chart brauchen wir hier oben drüber ein neues Hoch, über der 61. Wenn wir über der 61 hier oben ein neues Hoch haben, dann die Korrektur zurück und dann können wir nach Euro Pro aufstocken, lieber Thorsten W. Erst dann. Und dann greift unser Regelwerk, so wie es bei dir im Handbuch auch beschrieben ist, dann, wenn wir dieses Hoch haben, dann gehen wir in den 1-Minuten-Chart und dann schauen wir nach, dass wir im 1-Minuten-Chart ein sauberes Setup kriegen, um diese Position dann nach Euro Pro aufzustocken. Ich habe jetzt hier unten nach Zielbereichen gestartet. Dazu gibt es auch ein Video von einem Webinar am 30.06. vom 30.06. Dort haben wir ein Special-Webinar gemacht mit genau mit diesem Thema. Wann wende ich Zielbereiche an? Wann wende ich Euro Pro an? Das ist heute so ein klassisches Beispiel dafür. Ich sage so, pass auf, ich starte jetzt hier unten nach Zielbereich. Stop. Hier unten knapp da drunter, den hatte ich ganz knapp verfehlt. Und ich mache jetzt mal andere Linien rein. Wenn er nämlich jetzt hier hoch geht, ich mache das den Verlauf mal in Rot. Nee, ich mache ihn in Grün. Heute sind wir mal grün. Ne? Grün ist ja das neue Rot. So. In diesem Fall, wenn wir da hochgehen, hier ein neues Hoch fabrizieren, dann haben wir die Aufwärtstrenddefinition erfüllt. Dann darf er wieder hier runter. Und wenn er hier runterläuft und diese 61 dann bestätigt, dann dürfte unsere Wolke auch so weit sein, dass wir in diesem Bereich einen Euro pro Einstieg kriegen. Und wenn wir den dann haben, wird diese Position von hier kommen, die hier von der 52 kommt,
oder von der 54 kommt, die wird dann hier im Bereich 62, 63, wird die aufgestockt nach Euro pro, wenn es überhaupt was wird. Wenn er mich jetzt nicht rauskriegt, dann muss ich dann muss ich neu aufbauen. Das muss ich mir jetzt anschauen. Trotzdem will ich den Verlauf mal zu Ende machen. In diesem Fall starte ich hier am Zielbereich, lasse das Ding hochlaufen, Trendwechsel hier die Bestätigung. Nehmen wir an, hier bei der 52 gelongt, bei der 62 aufgestockt, dann haben wir einen Durchschnittseinstieg von 57. Und wenn ich hier oben aufstocke, dann muss mein Stop dann dahin gezogen werden. Das heißt, die Position kommt von hier unten, die kommt von hier oben, dann haben wir einen Durchschnittseinstieg von 57 und ich muss in der Lage sein, meinen Stop komplett auf, für die komplette Position Minimum auf Break-Even zu legen. Wenn das dann funktioniert, bin ich hier mit der doppelten Positionsgröße unterwegs und kann die oberen Ziele bei der 79 zum Beispiel ansteuern. Dann lande ich oben eventuell bei der 79 mit der doppelten Positionsgröße. Verständlich? Soweit kann man dem Plan folgen oder war ich jetzt zu schnell, zu durcheinander? Ihr dürft euch äußern, müsst ihr aber nicht. So, wenn wir jetzt so eine Situation haben, so wie hier, und wir kriegen den nächsten 5 Minuten Schlusskurs wieder oberhalb von der 52, da die 52 ja unsere harte Marke ist seit gestern, wir haben es ja im H1 oder im H4 noch gezeigt, da ist noch der Text von gestern, 1,16,52, dann wollen wir hoch. Das heißt, wenn wir jetzt im H1 hier wieder den Schlusskurs oberhalb kriegen sollten, jetzt um 9 oberhalb von der 52, dann sind wir wieder voll in unserem Raster und dann würde ich diese Position sogar nochmal starten. Immer klein starten, weil ich richte mich gegen die Hauptrichtung. Alles andere sind Spekulationen auf die Korrektur. Und deswegen muss ich mit einer kleinen Position anfangen. Wenn dann mein Setup aufgehen sollte oder meine spekulative Richtung aufgehen sollte, das wird mir erst bestätigt, wenn ich hier ein neues Hoch mache. Dann weiß ich ja erst, okay, meine Vermutungen waren richtig. Dann kann ich immer noch hier oben aufstocken, habe hier unten aber einen schönen, billigen, günstigen Start hingelegt. Wir nehmen uns dazu mal das Beispiel von gestern. Da. So, hier ist unser Tagesplan von gestern. Wo ist er? Und hier, da. Wir haben gestern gesagt, wir wollen erst runter, dann hoch und dann runter. Es sei denn, wir gehen gleich hoch. Wenn wir gleich hoch gehen, haben wir gesagt, dann gehen wir zwischen die 25 und die 32, 17,25, 17,32 und klatschen dann nach unten durch an die 1,16,52. Wenn wir erst runtergehen, zwischen die 74 und die 59 und dann hoch, dann werden wir nicht ganz so hoch laufen, sondern hier circa in diesen Bereich. Da sind unsere Linien noch von gestern früh, das war unser Plan. Und dann haben wir hier diese schöne Umkehrgeschichte bekommen, mit der wir gestern shorten konnten und dann unser Tagesziel glattstellen. Hier unten haben wir, in diesem Bereich haben wir unser Tagesziel gestern eingefahren, glattgestellt. Ich musste 60% meiner Position rausschmeißen, um das Tagesziel damit zu realisieren. Und den Rest haben wir dann Break-Even laufen lassen. Und der ist dann heute Nacht bei der 52 hier oder gestern Abend bei der 52 dann rausgekegelt worden. Völlig in Ordnung. So, und jetzt brauchen wir neue Setups. Und die suchen wir uns hier jetzt oberhalb von der 52. Genauso wie wir uns im DAX die Marken suchen, hier oben an der 12,50
5,70. Das heißt, er darf jetzt locker nochmal 100 Punkte, 80 Punkte, 100 Punkte hochlaufen, was für den DAX heutzutage ja überhaupt kein Problem ist. So sieht mein Tagesplan aus. Den werde ich jetzt zum Teil wahrscheinlich sogar automatisieren, weil heute geht es, wir brechen hier gleich auf. Bevor der Wind und die Kälte kommt, müssen wir unsere Klamotten packen und begeben uns jetzt Richtung Heimat. Wir wollen ab morgen dann mal wieder ein paar Tage im Büro verbringen und auch im Büro arbeiten, unser Gefährt, unser Wohnmobil fertig machen. Dann werden wir sehen, wie wir die nächsten Wochen wann und wo verbringen. Die Frage, gibt es nicht aktuell ein Einstiegssignal für einen Short nach Euro Pro? Ja, kann es geben. Wir haben allerdings eine ziemlich unsichere Trenddefinition. Wir sind im Großen und Ganzen sind wir Short unterwegs. Was mich nach Euro Pro von der Short-Position abhält, ist die 1.1652, die hier Halt bietet, hier Halt bietet, hier Halt geboten hat und jetzt schon wieder. In dem Fall würde ich jetzt wirklich 9 Uhr abwarten. Wo endet diese Kerze von 8 Uhr zu 9 Uhr? Hier in 5 Minuten haben wir schon wieder eine Umkehrkerze mit einer langen Lunte unten. Immer wieder entweder Umkehrformation oder lange Lunten. Das stinkt danach, dass der Markt eher nach oben will als nach unten. Welchen Eurochart möchtest du gerne sehen, mein liebes Nordlicht? Sprich mit mir. Linien, die hier, die das kann dir doch egal sein, du handelst doch sowieso, was du willst. Du machst dir bloß immer Screenshots hier und dann machst du sowieso was, machst du sowieso alles anders. Nein, Spaß. Ist ja auch schön, wenn jeder seinen Stil entwickelt und unsere Sachen hier eventuell als Grundlage nimmt. Das reicht ja vollkommen. So, und damit werde ich mich jetzt auch schon verabschieden. Sag danke an Wolfgang, dass er sich so früh aus dem Bett geschält hat, wenn er das überhaupt getan hat. Wahrscheinlich hat er noch das Kissen irgendwo unterm Köpfchen liegen, hat sich bloß einen Kaffee bringen lassen auf den Nachtschrank. Ja, er schüttelt gerade das Kissen auf, siehst du, so, jetzt ist gut. Sag danke, dass ich vielleicht unsere Denki ein bisschen bekannt geben durfte und hoffe, der eine oder andere konnte ein bisschen was lernen. Und ich glaube, nächste Woche sehen wir uns wieder. Ich weiß nicht, ob wir beide das wieder machen oder ob Nelson wieder da ist. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir beide machen das nochmal. Okay, dann sehen und hören wir uns wieder nächste Woche Donnerstag. Dann haben wir ja schon den 1. Oktober, ne? Ja. Ja, haben wir. Ja. Geht schon wieder Richtung Weihnachten. Okay, dann sage ich damit erstmal danke, dass ihr so zahlreich da wart und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen und wenn wir euch zu frech waren, müsst ihr es sagen. Ich sage mal, wenn es gut war, sagt es weiter. Wenn es scheiße war, dann sagt es mir oder sagt es uns, dann versuchen wir die nächsten Tage oder die nächsten Webinare vielleicht anders zu machen. Vielleicht, ne? Und danke und tschüss in die Runde. Tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Ja, Thorsten, vielen Dank. Auch, dass ich so früh aufstehen musste, bedanke ich mich auch für. Ich bedanke mich an alle Teilnehmer. Und ich hoffe auch, dass da sind ja viele Informationen rübergekommen, dass das auch wirklich was gebracht hat. Ja, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Ich wünsche allen viel Erfolg beim Traden. Und wenn irgendwelche Fragen sind, Thorsten und ich sind gerne behilflich. Angenehmen Tag noch. Wiederhören.